Hey Stefan, der Kühlschrank ist leer. Wir müssen einkaufen. Oh, ja, ja. So, und weiter geht's. Stefan, du musst dich mal wieder gesünder ernähren und geh mal wieder ans Tageslicht. Das würde dir auch mal ganz gut tun. Ja, später. €10,97. Dann bezahle ich einmal mit Karte, bitte. Ja. Danke. Wiedersehen. Tschüss. Hey, ich bin Felix. Ich bin nur Student. Ich kann dir leider kein Geld geben. Aber dafür etwas anderes. Vielleicht hilft dir das ja weiter. Na dann, alles Gute noch für dich. Weiterhin. Stimmt etwas nicht? Bleh. Tut mir leid, kann ich irgendwas anderes Gutes für dich tun? Ich habe richtig Hunger. In der Bibel steht geschrieben, gib den Hungrigen zu essen. Und das werde ich jetzt auch tun. Komm mit, ich koche dir was. Pack deine Sachen, die du brauchst, und wir gehen los. Wer bist du eigentlich? Und wo kommst du her? Also wie gesagt, ich bin Felix. Ich bin fast 30 Jahre jetzt alt und studiere Agrarwissenschaften im 14. Semester. Mein Leben ist total verkorkst. Ich lebe von meinen Eltern und ernähre mich zu 100% vegan, weil ich seit Tschernobyl panische Angst vor den Super-GAU habe. Meine Ex hat mich verlassen und meine Freunde spielen mir ständig etwas vor, weil sie Mitleid mit mir haben. Ich ertrage es einfach. Das ist mein Haus. Hier wohne ich. So, dann wollen wir mal. So, da wären wir. Komm, heranspaziert. Komm, trau dich.
Mir nach, bitte. Stefan, das hier ist, was machst du denn da? Komm! Ich möchte gerne jemanden vorstellen. Das hier ist Stefan, mein Mitbewohner. Ja, Stefan, das hier ist... Moin. Genau. Moin. Moin. Ich mach mal das Essen fertig, ja? Stefan, hilfst du mir beim Gemüseschneiden? Ja, später. Jetzt kommt der Endgegner. Okay, ich fange schon mal an. Ja, moin, hier ist Stefan. Du, machen wir mal eine Salami-Pizza klar. Also so wie immer. Ohne Oregano, du weißt ja, ne? Jo, alles klar, bis dann. Tschüss. Stefan, willst du dich aufmachen? Ja, später. Boah, weißt du, wie lange ich darauf warten muss, bis du mir die Tür öffnen konntest? Unglaublich, unglaublich, ich habe keinen Bock mehr zu. Ja, hallo Martina, wie war dein Tag? Hallo, dein Tag, den kannst du dir irgendwo anders hinschmieren. Also, weil es hier so chaotisch aussieht, kann ich meine Schüssel vor mir sich finden und muss deinetwegen so lange darauf warten. Oh, nee, also da habe ich echt keine Lust mehr. Also mit einem Kerl zusammen zu wohnen, aber mit euch beiden gleich auch noch. Okay. Was ist das hier für eine Scheiße? So geht das schon gleich viel besser. Oh, hi Schatz! Das ist immer wieder typisch. Wie sieht das hier eigentlich schon wieder aus? Ich lasse dich einen Vormittag alleine. Oh. Mann, jetzt bin ich in den Abgrund gefallen. Ja, das ist ja, guck doch mal, ich mach das ein Video an. Hier sind die wieder von vorne anfangen. Ja toll, und ich hab die Zeit nicht. Ich wollte es in 25 Minuten durchspielen. Wenn ich hier wohnen würde, ne? Aber euch beiden hinterher zu räumen. Du weißt doch ganz genau, dass ich das gerne spiele. Oh, ja, ja, ja. Und was habe ich gemacht den ganzen Tag? Gearbeitet. Weißt du, wenn du mal deinen Hintern hochkriegen könntest, ja, ne? Und? Dann müssten wir nicht mit dem Idioten zusammen wohnen. Ich bin eingearbeitet. Ich muss meinen scheiß Speedrun machen. Richtig. Ja, ja, ich diskutiere nicht mit dir. Ich ey, ganz im Ernst. Ja, dann hau doch ab. Und dankbar, dass oh ja, danke schön. Geht das auch ein bisschen nein, leiser, nein, bitte? Ich koche. Weil der Berg hier so aus. Thank you.
dass du an einem Tag so viel Müll produzieren kannst. Das Essen ist fertig. Hier Platz nehmen. Bitte. Ich hoffe, du magst Tofu. Alles Bio. Schmeckt dir das Essen nicht? Martina, möchtest du gerne mit mir essen? Also von den Resten hier wäre ich auf jeden Fall nicht satt. Weil wenn du mich damit mal nicht vergiftest... Was? Weißt du, ich sag ja immer, wenn Gott gewollt hätte, dass ich von so einem Gedöns hier satt werde, dann wäre ich als Kaninchen als Kuh geboren worden. Kein Wasser hast du, also mir schmeckt's. Super. Hm? Weil Sternekoch wäre. Was ist das eigentlich für ein Typen, den du hier angeschleppt hast? Also von Stefan kommt er bestimmt nicht. Hm. Den Obdachlosen, den habe ich unterwegs getroffen. Der tat mir irgendwie leid und da wollte ich ihm mal was Schönes zu essen machen. Vor allem Bio hier. Er soll was Gesundes essen, aber er muss sich erstmal noch dran gewöhnen, glaube ich. Du bist so ein Gutmensch, so naiv. Du weißt doch gar nicht, was er davor alles gemacht hat, was er alles für Krankheiten hat, so Läuse, Flöhe, er hier alles in die Wohnung geschleppt hat. Also eins sage ich dir, mit dem teilen wir bestimmt keinen Bad. Bleib ruhig, jeder Mensch verdient eine zweite Chance. Zweite Chance. Wie willst du denn wieder loswerden? Quartiert sich hier wahrscheinlich noch ein. Nun komm mal wieder runter, Mensch. Iss mal lieber. Schmeckt. Das ist also, dass dir das Essen schmeckt. Aber mit dir kann man ja eh nicht diskutieren. Meine Pizza ist da. Ey, hol mal. Ich räume die ganze Zeit hinterher und deine Pizza sollt ihr dann auch noch holen. Pizza ist da. Hallo. Das macht 8 Euro, bitte. Ja, passt. Dankeschön. Hier, meine Pizza, mein Herr. Guten Appetit.